2 Gläser helles Bier am 16. November, ein Gläschen vom übelsten Pinot am 17. Und nichts am 18. Wäre es nicht toller, für die NASA oder sowas zu arbeiten? Sie meinen, weil ich nur eine Kellnerin bin? Nein, nein, so war das nicht. Tut mir leid, ich... Ist schon gut. Die Fähigkeit, sich etwas merken zu können, hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ich liebe meinen Job. Ich bin gut darin. Da bleibt der Kopf wach. Hi, ich bin Dr. House. Was ist? Können Sie nicht abführen? Frage, sind Sie auch ungeschickt? Ich schätze, wohl nicht ungeschickter als die meisten. Müssen Sie da noch schätzen? Sie haben doch das perfekte Gedächtnis. Sie liefern uns immer ein ganzes Feuerwerk an Daten. Was wollen Sie wissen? Gehen Sie zurück ins Jahr 2008. Wie oft sind Sie da gestolpert, gefallen oder ausgerutscht? 11-mal. Das funktioniert wirklich. Cool. Und 2009? 12-mal. Noch cooler. Und letztes Jahr? 20-mal. Hinweis auf eine Koordinationsstörung? In Kombi mit Verstopfung, also Early Onset Parkinson. Kompletter Neurostatus. Geben Sie ihr L-Dopa. Okay, jetzt die Schulter hochziehen und gegen den Druck halten. Eine Frage hätte ich. Gibt's da Tricks? Mnemotechniken? Meditation? Nein, gibt es nicht. Ich muss nicht nachdenken. Es ist da. Werde ich mein Gedächtnis verlieren? Wenn es Parkinson ist? Es wäre möglich. Aber wir müssen noch einige Untersuchungen machen, bis die Diagnose feststeht. Dann hoffe ich, es ist Krebs. Nadja? Dein Chef hat mich angerufen. Entschuldigen Sie, ich bin Elena, Nadjas Schwester. Du hättest nicht kommen müssen. Aber wenn ich im Krankenhaus wäre, würdest du mich doch auch besuchen. Das sind schöne Margariten. Die magst du doch besonders. Nein, die mag ich überhaupt nicht. Ich wurde ins Gesicht gestochen. Und zwar genau 6-mal von... Was hast du? Mein Herz. Breitkomplex Tachykardie. Geben Sie mir die Paddles. Herzbeteiligung schließt Parkinson aus. Also sind wir wieder bei transienten Paresen, Erhöhung der CK plus Arrhythmie. Masters, wenn Sie irgendwann zur Frau erblühen, würden Sie dann mit einem Katzenbesitzer schlafen? Sicher. Falsch, die Antwort heißt nein. Flittchen. Hatte einer von euch schon mal eine Katze? Hatte einer von euch schon mal Sex? Naja. Wie ihr Typen sagt, quod erat demonstrandum. Arrhythmien können durch Katecholaminüberschuss ausgelöst werden. Es ist kein Fee und normaler Blutdruck. Und wie wäre es mit, die Ursache ist vielleicht kardialbedingt? Bei eingeschränkter Pumpfunktion versagt die Muskulatur, es kommt zum Anstieg der CK und zu Koordinationsschwierigkeiten. Wieso fragen Sie nach Katzen? Reine Neugier. Also los, bleiben wir bei der Sache. Die Herzprobleme setzten ein, als sie ihre Schwester sah. Stress verursacht Arrhythmien, also möglicherweise auch... ein LQT-Syndrom. Ihre Schwester war gerade 5 Minuten bei ihr. Sie hatten seit über 6 Jahren kaum Kontakt. Das würde es erklären. Macht einen Stresstest zum Nachweis eines LQTS. Belasten geht nur pharmakologisch. Drogen sind niemals die Lösung. Wir wollen, dass das Herz durchdreht. Dafür benutzen wir die Schwester. Sie ist der Stressor. Tut mir leid wegen der Margariten. Ich bringe das immer durcheinander. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass ich sie nicht leiden kann? Es ist keine Absicht gewesen. Oh, Herzfrequenz unverändert. Die Schwesterkiste muss wohl etwas geschüttelt werden. Ich soll einen Streit verursachen? Nein. Naja, vielleicht nur einen kleinen, über was Vergangenes. Sie erfinden ja nichts, sondern erwähnen nur einen Fakt und so unterstützen sie es medizinisch. Sie haben sich eine Weile nicht mehr gesehen. Ich habe gehört, dass Sie Nadja mal angefahren haben. Das war sicher ziemlich schrecklich. Wieso erzählst du sowas? Sie hat mich nach Knochenbrüchen gefragt. Ich habe in den Rückspiegel geschaut. Du weißt, dass das gelogen ist. Du wusstest, dass ich die Post reinholen wollte. Und es war dir egal, dass ich da stand. So wie es dir egal war, dass du meinen 23. Geburtstag versaut hast. Fang jetzt nicht damit an. Wieso kommst du hierher und machst einen auf Interesse? Ich brauch dich nicht. Geht das schon wieder los? Ich bin ein Monster, weil ich Margeriten mitbringe. Sie müssen jetzt gehen. Wieso? Was ist mit dir? Verschwinde endlich!